Gut 14.000 Personalverantwortliche waren vom 25. bis 27. September in Köln zur Zukunft Personal zu Gast. 654 Aussteller präsentierten in drei Messehallen ihre aktuellen Produkte und Dienstleistungen. Wir besuchen nun TeamSing. Arms waving! Arms waving! Hallo TeamSing, erzählen Sie etwas über sich. Ja, wir sind TeamSing. Wir machen unvergessliche Gesangserlebnisse für Firmen. Wir singen mit den Mitarbeitern und auf diese Art bringen wir sie zusammen. Es entsteht ganz tolles Teamgefühl und eine Energie. Ja, und das nutzen wir halt für Konferenzen, für Teambuildings, wenn es darum geht, dass Mitarbeiter ein bisschen enger zusammenrücken sollen und sich vernetzen sollen. Das heißt, auf den anderen ohne Vorbehalte zugehen und auch mal den Telefonhörer dann in die Hand nehmen, wenn er nicht gerade auf dem Gang sitzt. Weshalb ist dieses Thema gerade für Teams so wichtig? Weil es gibt heutzutage großen Firmen, die Mitarbeiter nicht miteinander zu tun haben, schreiben E-Mails, telefonieren miteinander, aber haben keine persönliche Verbindung zueinander, wissen gar nicht, wie der Person aussieht. Es ist sehr wichtig, dass die Teams auch zusammenkommen. Es gibt Fusionen, es gibt neue Starts, es gibt neue Produkte. Und dann muss man eigentlich mit neuen Kollegen arbeiten. Deshalb braucht man einen Anhaltspunkt, der nicht erstmal über den Verstand geht, sondern über das Emotion. I want two, three, lean on me, lean on me. When you're not strong, lean on, I'll be your friend. Beschreiben Sie uns die Schritte der Zusammenarbeit mit Ihnen. Ja, uns ist ganz wichtig, dass wir uns eindenken in das Unternehmen, dass wir verstehen, worum geht es, was ist die Mission des Unternehmens, was sind die Ziele. Und wenn es um eine konkrete Veranstaltung geht, die vielleicht auch schon in Ansätzen konzipiert ist, was ist eigentlich Ziel der Veranstaltung? Gibt es Key Messages, also etwas, was rübergebracht werden soll? So, und das ist sozusagen der Start unserer Zusammenarbeit, dass wir erstmal die Informationen nehmen und gucken, was passt eigentlich, welche Art Workshop, in welchem Ausmaß, wie lang, wie läuft er ab und vor allen Dingen, das ist natürlich ganz wichtig, welches Lied nehmen wir denn eigentlich? Was ist das Besondere an dieser Art von Teambuilding? Dass die Menschen wieder als Menschen betrachtet sind, nicht als Führungskraft oder Sekretär, sondern als erstmal eine Person mit Gefühl, mit Emotion, mit einem Herz, mit einer Seele. Ich glaube, dass sehr viele Leute vergessen das manchmal, dass es gibt so eine Führungskraft, der aber auch Kummer hat oder Probleme hat. Sein Job ist natürlich dazu zu sehen, dass die Firma immer noch funktioniert. Und die Mitarbeiter, die den Beschwerden haben, vergessen, dass die teilweise auch mit jemandem sprechen kann, dass die denn auch ein Recht darauf haben, menschlich zu sein. Und das Besondere bei TeamSing ist, dass wir erinnern die Leute daran, dass die Menschen sind, dass es auch möglich ist, zusammenzukommen, dass es auch menschlich ist, wieder mal mit dem Herz und mit Emotionen bei der Arbeit sein. Weil das darf man nicht ausschließen. Wenn Sie für Ihre Mitarbeiter ein nachhaltiges Gemeinschaftserlebnis kreieren wollen, dann bietet Ihnen TeamSing eine innovative Lösung.